Hochschule Ravensburg-Weingarten. 50 Jahre Zukunft. Die 50-jährige Geschichte beginnt 1964 in einem Möbellager in Ravensburg. Bequeme Sofas müssen raus. Vorlesungsbänke und Lehrmaterialien halten Einzug. Der Name Möbellager hat ausgedient. Ein neuer Name muss her. Die staatliche Ingenieursschule Ravensburg ist geboren. Man beginnt mit nur zwei Studiengängen, Maschinenbau und physikalische Technik. Und bereits 1967 dürfen sich die ersten Studierenden mit dem Ingenieurstitel schmücken. Die Ingenieursschule wächst, immer mehr studieren, da kann nur ein Neubau helfen. 1982 ist es soweit. In Weingarten wird das neue Hauptgebäude bezogen und mittlerweile ist man Fachhochschule geworden. 1983 knackt die auf 4 Studiengänge gewachsene Fachhochschule zum ersten Mal die Zahl von 1000 Studenten. Oh, Moment. Das ist so natürlich nicht ganz richtig. Als nächstes wird die Internationalisierung ins Visier genommen. Ab 1989 werden die ersten Kooperationen mit dem Polytechnikum Sunderland und dem Polytechnischen Institut Brest geknüpft. Die Kontakte konnten bis heute auf die ganze Welt ausgeweitet werden. Heute kooperiert die Hochschule mit 71 Partnerhochschulen auf allen 5 Kontinenten. Die Hochschule wächst weiter. Mehr Studierende und mehr Studiengänge brauchen mehr Platz. Zur globalen Vernetzung kommt die Erweiterung des Standorts hinzu. Heute bilden 12 Gebäude den Campus der Hochschule und weitere Gebäude sind geplant. Mittlerweile studieren über 3500 Studierende in 18 Bachelor- und 12 Masterstudiengängen. Zusätzlich nutzen 300 Studierende aus den Partnerhochschulen Weingarten für ein Gastsemester. Was vor 50 Jahren begann, soll so weitergehen. Hochschule Ravensburg-Weingarten. Wir freuen uns auf 50 Jahre Zukunft.